Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Cisco's TechWorld. Mein Name ist Silvan und ich habe heute was richtig Cooles für euch. Habt ihr vielleicht geplant, in nächster Zeit in Urlaub zu fahren und euer Zuhause allein zu lassen und benötigt eventuell sogar noch ein Überwachungskamerasystem? Dann wäre dieses von BASAS auf jeden Fall vielleicht auch was für euch etwas, denn ihr habt hier mit dem Gerät keine zusätzlichen Kosten wie Cloud-Speicherung, denn das Gerät hat hier eine eigene Homestation mit Speicherplatz genügend für eure Videos. Hat das auch vielleicht euer Interesse geweckt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir schauen uns jetzt hier alle einzelnen Komponenten, die hier in der Verpackung mit dabei sind, zusammen an und dann schauen wir uns an, wie man das Ganze einrichtet und natürlich, wie die Bildqualität ist und was die Kamera denn eigentlich sonst noch alles drauf hat. Los geht's! So, hier haben wir einmal unsere Verpackung schon mal direkt vor uns. Ihr seht hier auch auf den Bildern die Kamera und die Homestation. BASAS sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, denn es gibt auch sehr viele Powerbanken von dem Hersteller, die wirklich auch sehr gut sind. Außerdem auch natürlich Netzstecker mit sehr, sehr starken Ladegeschwindigkeiten. Und hier hat BASAS mal eine Kamera für uns rausgebracht, um hier auch unser Home und so sicherer zu machen. Ja, schauen wir einfach mal rein, was wir hier haben. Das ist jedenfalls die Verpackung. Wir ziehen einmal hier das nach oben und legen das zur Seite. Dann schauen wir uns das Ganze an, was hier alles so mitgeliefert wird. Ich habe das natürlich schon ausprobiert und nochmal eingepackt, um es so einfach mal zu zeigen. Ihr seht, ihr bekommt hier zwei ganze N1 Überwachungskameras sowie eine Homestation H1. Und zwar schauen wir uns jetzt hier an, was hier alles dabei ist. Wie gesagt, zwei Kameras haben wir hier gleich mitgeliefert. Der Preis liegt momentan bei ca. 170 Euro, was in meinen Augen auf jeden Fall gerechtfertigt ist, denn wir bekommen hier sehr, sehr viel geboten und auch noch dazu eine sehr gute Qualität. Also dann schauen wir mal, was sich hier noch drunter befindet. Legen das auch mal zur Seite. So. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon mal zwei Halterungen für unsere beiden Kameras. Die legen wir auch mal hier so zur Seite. Hier haben wir dann wahrscheinlich Bedienungsanleitung und sonstiges drin. Das legen wir auch mal so zur Seite. Dann haben wir hier einmal ein Netzteil für unsere Homestation. Hier haben wir nochmal Schrauben und Dübel, um das Ganze auch zu befestigen. Auch hier noch eine kleine Pinnnadel, um auch das System eventuell zurückzusetzen. Dann haben wir noch zu guter Letzt hier ein Netzwerkkabel. Das legen wir auch mal hier so zur Seite. Und hier noch ein USB Typ C Ladekabel. So, das legen wir alles mal hier zusammen. Dann seht ihr hier auf dem Tisch schon mal, was hier alles hier für knapp 170 Euro hier bekommt. Manchmal gibt es auch ein Angebot, da müsst ihr einfach mal aufpassen und öfter mal auf die Seite gehen und dann findet ihr vielleicht sogar einen Rabattcoupon, wo ihr noch ein paar Euro sparen könnt. Dann räume ich den Tisch ein bisschen auf und zwar legen wir erst einmal die Kabel, die wir gerade nicht benötigen, hier weg. Außerdem hier auch die Bedienungsanleitung, das Kabel und ja, die können wir mal hier noch stehen lassen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach als allererstes mal die Kameras direkt an, denn ihr seid wahrscheinlich sehr gespannt, wie die eigentlich sind. Und so sehen die aus. Ihr merkt sofort am Gewicht hier, dass wir hier einen sehr, sehr großen Akku, und zwar genauer gesagt 7800 mAh Akku drin verbaut haben. Der soll laut Hersteller bis zu 210 Tage aushalten. Das variiert ja natürlich hier je nach Nutzungslage und wie oft sich was vor der Kamera bewegt und diese auch was aufnimmt. Dadurch verringert sich dann natürlich auch hier die Laufzeit des Akkus. Das ist ja aber nicht schlimm. Wir haben, wie gesagt, einen Akku, einfach wieder aufladen und schon kann man die Kamera wieder nutzen. Ihr seht, von der Verarbeitung her kann man wirklich nicht meckern. Sie fühlt sich sehr gut an. Sie sieht auch sehr schick aus, wie ich finde. Da hat BASAS auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Bei den BASAS N1 Überwachungskameras handelt es sich hier auch um Outdoor-Kameras. Das heißt, ihr könnt diese natürlich draußen bei jedem Wetter hier verwenden. Und zwar ist die nach IP67 spritzwassergeschützt. Regen, Schnee und Staub sollten ihr definitiv
nichts ausmachen. Außerdem auch Temperaturen von minus 20 bis 50 Grad plus sollten hier kein Problem darstellen. Die erreichen wir hier natürlich in Deutschland auf jeden Fall nicht. Und da könnt ihr auf jeden Fall schon mal beruhigt sein. Wir haben hier eine 2K-Auflösung. Genauer gesagt, das muss ich nachlesen, das steht hier 2304 x 1296 Pixeln. Es hat eine Aufnahme, die die Kamera hier macht. Und somit habt ihr ein wirklich sehr, sehr gutes und scharfes Bild und könnt alles wirklich gut erkennen. Aber ich werde das Ganze euch natürlich noch am Ende hier mit ein paar Videos hier zeigen und vorstellen. Ja, gucken wir uns die Kamera etwas näher an. Wir haben hier oben sogar LED-Lichter. Und zwar könnt ihr die einfach aktivieren lassen, falls sich eine Bewegung nachts vor der Kamera wahrnimmt, kann diese dann hier auch direkt das LED-Licht mit zuschalten und ihr habt dann sofort auch im Dunkeln farbenfrohe Videoaufnahmen. Dann haben wir hier unten drunter auch unseren Bewegungsmelder und auch einmal unsere Infrarotleuchte, zum Beispiel hier auch für Schwarz-Weiß aufnehmen. Das könnt ihr dann auf jeden Fall in der App entscheiden, wie ihr das haben möchtet. Hier hinten haben wir nochmal hier ein Gewinde für unsere Decken- und Wandhalterung. Ihr könnt diese einfach hier dran schrauben. Diese ist auch sehr stabil. Das scheint hier Guss zu sein, sehr hart. Wirklich von der Qualität hat Bezos hier auf jeden Fall nicht gespart. Und dann könnt ihr das Ganze anbringen, wie ihr gerade lustig seid. Zum Beispiel so, so. Es ist auf jeden Fall euch überlassen. Ihr müsst einfach nur hier nochmal eine Schraube dran machen. Hier eins, zwei Schrauben irgendwo an die Wand oder an die Decke, wie ihr das möchtet. Und dann könnt ihr das Ganze hier schon zusammen befestigen und die Kamera dann an einen guten Platz positionieren. Das ist sehr schnell erledigt und auch, denke ich, für gar keinen von uns hier draußen ein Problem. Dann haben wir auf der unteren Seite einmal unseren Lautsprecher. Wir haben hier zweiwege Audio, das heißt, ihr könnt euch mit dem Gegenüber auch unterhalten. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und wir haben hier drunter auch unseren Ladeanschluss, um die Kamera im Notfall auch mal irgendwann wieder aufzuladen. Das könnt ihr dann entweder, wenn die an ihrem Platz ist, direkt mit einem langen Kabel hier machen und anschließen, wenn ihr Glück habt und eine Steckdose in der Nähe ist. Oder ihr nutzt eine Powerbank oder ihr montiert sie kurzerhand ab von der Wand. Ihr habt gesehen, es geht ganz schnell. Ihr müsst gar nicht die komplette Halterung wegnehmen, sondern schraubt es einfach nur hier ab und könnt die Kamera überall mitnehmen und kurz aufladen lassen. Auf der oberen Seite haben wir dann hier noch einen kleinen Button. Damit könnt ihr die Kamera hier auch einschalten. Außerdem gelangt ihr damit auch in den Pairing-Modus, falls ihr eine neue Kamera mit unserer Homestation hier verbinden möchten. Aber das machen wir auch noch zusammen, Step by Step. Und ich zeige euch, wie das Ganze hier dann gemacht wird. Ja, soweit hier zu den Kameras. Wir haben hier auch einen sehr großen Winkel, und zwar bis zu 145 Grad. Das heißt, ihr bekommt einen wirklich großen Kamerawinkel für euch, wo einen sehr großen Bereich wahrnimmt und auf aufnimmt und auch auf Bewegungen hier reagiert. Und das ist schon klasse. Viele andere Kameras haben weniger Weitwinkel. Diese hier von Bezos hat 145 Grad Weitwinkel. Dann kommen wir auch zu unserer Bezos Homestation, also unserer Basisstation sozusagen. Hier werden eure ganzen Videos abgespeichert. Wir haben hier intern einen 16 GB Speicher verbaut. Der reicht hier für 3 Monate. Wem das aber nicht reicht, er kann sogar hier noch Festplatten verbauen bis zu 16 TB. Also soll mal einer sagen, dass hier nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung wäre. Hier hat Bezos auf jeden Fall mitgedacht und ihr könnt selber entscheiden, welche Festplatte ihr nutzt. Also bis zu 16 TB würden hier unterstützt. Jetzt von der Größe her kommt es darauf an, ob die Kamera ein Video nachts oder tags aufnimmt. Ich kann es euch gleich mal sagen, ein einminütiges Video kann je nach Tageszeit oder Nachtaufnahmen oder mit LEDs, also jetzt in Schwarz-Weiß habe ich ein Video mit 1,5 MB, eins mit LED-Beleuchtung bin ich sogar auf 12 MB und ein ganz normales Bild tagsüber ohne Schwarzlicht oder auch hier LED-Beleuchtung kommen wir auf ca. 5 bis 6 MB pro Video. Also da passen auf jeden Fall schon auf die 16 GB hier sehr, sehr viel Videomaterial drauf.
Dann haben wir hier vorne einmal eine kleine LED, die leuchtet entweder blau, wenn ihr mit eurem Netzwerk verbunden seid, oder rot, wenn ihr keine Verbindung mit eurem Netzwerk habt. Hier einmal ein Basers Schriftzug. Dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Wir haben hier auch einmal unseren Ein- und Ausschaltknopf sowie unser Pairing-Button. Darunter befindet sich ein kleines Löchlein hier für den Reset der Homestation. Außerdem hier ein USB-Port, um eventuell eure Kamera dann darüber aufzuladen, wenn ihr möchtet. Und was sehr wichtig ist, hier unser Netzwerkanschluss. Wichtig, weil wir haben kein Wi-Fi und die Kameras genauso wenig. Das Ganze verbindet sich mit der Kamera, also die Homestation mit eurer Kamera kommuniziert und speichert dann auch direkt das Videomaterial auf dem Speicher eurer Homestation. Deswegen muss hier immer permanent ein Netzwerkkabel mit eurem Router verbunden sein. Ihr müsst euch deswegen auch Gedanken machen, wo ihr die Homestation dann am besten aufstellt, denn ihr habt hier eine Reichweite zur Kamera von, die unterstützt von 6 bis 9 Metern. Das kann ein bisschen variieren, mal mehr, mal weniger sogar. Deswegen auch auf jeden Fall zu Hause irgendwo mittig verbauen, so dass die Kameras hier noch eine Verbindung mit der Homestation haben. Darunter haben wir dann hier auch noch unseren Netzkabelanschluss für die Stromversorgung und ihr seht hier auch lauter Lüftungsschlitze, genauso wie auf der unteren Seite und auch hier oben. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch noch, wo die Festplatte reinkommt, das zeige ich euch, und zwar könnt ihr diesen magnetischen Deckel hier wegmachen. Ihr seht, das pappt hier fast schon von alleine drauf, es ist magnetisch, und das könnt ihr hier aufmachen, dann habt ihr hier direkt auch noch mal große Lüftungsschlitze auf beiden Seiten und hier eine kleine Schraube. Diese müsst ihr öffnen, um hier in diesen Schacht zu kommen, wo dann auch unsere Speicherkarte reinkommt. Dann schrauben wir das mal kurz hier auf. So, und dann kann man hier schon mal unseren Festplattenwagen hier mal herausholen und auch mal vielleicht hier reinschauen. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich versuche mal hier Licht noch zuzuschalten. So, dann seht ihr, wir haben hier einen SATA-Anschluss. Ihr könnt hier also Festplatten einfach hier hineinschieben mit einer Standardgröße und könnt diese dann hier mit der Homestation verwenden. Ist auf jeden Fall praktisch, wie gesagt, bis zu 16 GB ist auf jeden Fall eine große Menge. Die Festplatte natürlich vorher hier an diesen Festplattenrahmen hier befestigen. Hier haben wir auch kleine Gewinde, wo man das Ganze dann hier festmacht und dann einfach hier hineinschiebt. So, passt alles gut ineinander. Dann verschließen wir das Ganze hier. Ich habe jetzt 16 GB, sind für mich bis jetzt absolut ausreichend gewesen. Und wenn ich möchte, kann ich hier natürlich dann hier auch noch eine Festplatte mit mehr Speicherplatz einlegen. So, ich denke, es wird Zeit, mal hier das Ganze in Action zu sehen, und ich versuche das Ganze euch hier natürlich mit der Installation näher zu bringen und zu zeigen. Deswegen schließe das Ganze hier mal kurz ans Netzteil und an den Router an und dann schauen wir zusammen weiter. Dann schließen wir das alles an. Ich nehme als erstes hier das Netzwerkkabel. So, auf der anderen Seite ist es schon mit dem Router verbunden und jetzt hier nur noch unseren Netzanschluss. So, wir sehen das Ganze jetzt hier rot leuchten und es wird jetzt gerade vorbereitet, dass wir das Ganze hier auch mit unserer Basis Security App auch verbinden können. So, wir warten jetzt, bis sie soweit bereit ist, und ich habe gerade gesehen, wir haben hier auch die kleinen Schrauben für unsere Festplatte mit dabei, neben unserer Pinnadel. Welcome to Basis Security System. Following Basis Security App to set the system. So, wir sollen jetzt einfach die App starten, dort auf Hinzufügen drücken und auch dann weiter loslegen. Das machen wir jetzt auch gleich direkt. Hier habe ich schon mal die Basis Security App am Start und ihr seht, ihr könnt hier ein Zuhause anlegen, in meinem Fall jetzt hier meinen Kanalnamen, und wir gehen einfach hier auf Gerät hinzufügen und wählen eine Homestation ein, denn wir benötigen diese, um auch überhaupt die Kameras verbinden zu können. Gehen hier auf Weiter, fügen das dem jeweiligen Zuhause ein. Ihr könnt natürlich noch ein anderes verwenden. Gehen auch wieder auf Weiter. Und sehen auch hier, was wir jetzt machen müssen. Das haben wir alles schon hier gemacht. So, das
Smartphone ist auch mit dem gleichen WLAN verbunden, mit dem Router. So, und dann, wenn die LED blau leuchtet, die Taste Sync für 5 Sekunden lang drücken. Das ist die hinten, diese Taste hier. Die halten wir jetzt hier für 5 Sekunden. Receiving pairing request. Press the sync button on the back to accept it. So. Und wir starten dann mal hier jetzt die Suche. Und er hat hier jetzt schon eins gefunden. Wir werden das jetzt hier einfach mal auswählen. Das dauert einen kleinen Moment. So, ihr habt gehört, das hat auch schon geklappt. Wir gehen jetzt einfach hier auf Weiter und sehen hier auch direkt erfolgreich hinzugefügt. Können auch weitergehen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir damit fertig sind. Und ihr seht auch hier jetzt, dass die Homestation schon mal online ist. Wir sehen dann hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Geräte mit der Homestation verbunden sind. Und zwar können wir bis zu 8 Kameras, hier N1 Kameras, verbinden. Ihr seht dann hier auch unseren Speicher. Von diesen 16 GB sind 14,4 insgesamt für eure Nutzung. Ich habe hier schon ein paar Daten drauf. Dann können wir hier bei Audioeinstellungen die Lautstärke zum Beispiel ändern. Das kann man hier machen. Eine Anleitung lesen, das Gerät neu starten oder auch entfernen. Das soweit zu der Homestation. Jetzt möchten wir aber auch noch eine Kamera hinzufügen. Da gehen wir auch wieder auf das Plus, wählen dann hier die Kamera aus, wählen unsere Kamera aus, die wir hier verbinden möchten. Das ist die N1 Outdoor-Kamera. Und wir sehen hier, dass wir das Gleiche hier mit der Kamera machen. Wir drücken die Taste hier oben. Das machen wir jetzt für 5 Sekunden. Und schauen, ob diese jetzt auch direkt angeht. So, jetzt hat. Und wir sehen diese gerade hier am Blinken. Und sie soll hier auch blau blinken. Das macht sie jetzt. Wir gehen hier einfach dann auch weiter. Dann sagen wir, mit welcher Homestation diese sich verbinden soll. Mit der hier, wo wir einen Tisch haben. Ready to add the device. Und beides wird jetzt miteinander hier gekoppelt. Dauert auch einen kleinen Add Moment. the device successfully. Jetzt könnt ihr hier angeben, wo die Kamera sich befindet, ob im Garten, Balkon und so weiter. Das könnt ihr hier auswählen. Wir machen mal einfach hier Garten und gehen auch weiter. So, die Kamera ist jetzt hier auch schon verbunden. Und wir können die oder sollen die zum ersten Mal auch einmal komplett voll aufladen. Das können wir machen. Aber ich überspringe das jetzt erst einmal. Dann gehen wir hier einfach mal auf Weiter. Und hier seht ihr noch ein paar Infos, wie man das Ganze installiert. Und das war's auch schon. Die Kamera ist jetzt hier direkt in unsere Basis Security App hier eingefügt. Ihr könnt hier noch weitere Kameras hinzufügen, habt diese dann hier untereinander liegen und so könnt ihr jetzt hier die Kamera bedienen und dessen Einstellungen ändern und verwalten. Wir haben hier noch viele Sachen, die man auswählen kann. Man kann hier zum Beispiel die letzten Aufnahmen abrufen. Da ich das Ganze zurückgesetzt habe, ist das jetzt gerade hier nicht der Fall. So. Sonst habt ihr hier alle Files, die ihr dann anschauen könnt. Und könnt diese auch direkt hier herunterladen. Wir gehen dann mal ein bisschen noch weiter. Hier kann man nochmal die Geräte sehen. Ein Help Center. Und hier kann man noch ein paar Einstellungen für sein Konto machen. Ich werde euch gleich die App zeigen, also etwas näher vorstellen mit den einzelnen Optionen für die Kamera. Ich stelle jetzt erst einmal die Kamera noch Richtung Garten aus. Das ist hier noch ein Vorschaubild, wo sie vorher gestanden war. Da will ich sie auch jetzt nochmal aufbauen, damit wir dann hier ein Live-Bild der Kamera sehen können und auch hier die einzelnen Einstellungen nochmal zusammen durchgehen können. So, die Kamera habe ich jetzt hier soweit gut fixiert und auch den Blickwinkel zum Hof passt und soweit ist es auch gut ausgerichtet. Ich zeige euch jetzt auch noch das
LED-Lichterkamera, so schaut das Ganze hier aus. Es sieht vielleicht jetzt nicht sehr, sehr stark aus. Wir haben jetzt hier Tageslicht hier im Zimmer. Aber ihr werdet es gleich noch im Video sehen, was ich für euch vorbereitet habe, wie das Ganze den Garten nochmal ausleuchtet und alles auch in Farbe bringt. Und das reicht auf jeden Fall aus dafür. Jetzt auch noch einmal kurz die Sirene. Wir sind jetzt hier, naja, 50 cm davon entfernt. Lassen wir einfach mal laufen. Ist jetzt nicht mega laut, aber sollte genauso reichen wie das LED-Licht, um auf jeden Fall auf sich aufmerksam zu machen und denjenigen abzuschrecken von dem, was er eventuell vorhatte. Und ja, dafür sollte das definitiv ausreichen. Wir testen jetzt auch kurz das Mikrofon der Kamera. Ich bin jetzt circa 1 Meter von der Kamera selber und dessen Mikrofon entfernt. Und ihr hört auch gleich, was hier dann aus dem Lautsprecher vom Smartphone herauskommt, an der Lautstärke her. Das wird nur ganz kurz, weil wir haben hier, die Verbindung ist einfach, wir sind zu nah dran und da gibt es dann dieses Echo und Interferenzen und deswegen nur ganz kurz. Hallo, kannst du mich hören? Hallo, kannst du mich hören? Hallo, kannst du mich hören? Ihr hört, da gibt es dann ein Echo, aber das Erste, was man hört, ist auf jeden Fall klar und deutlich zu hören. Dann sehen wir uns die App etwas genauer an. Wir haben hier auf jeden Fall eine sehr übersichtliche Basas Security App hier und wir haben hier zum Beispiel unsere Kamera im Garten. Wenn wir jetzt da drauf gehen, dann können wir ein Live-Bild sehen. Das sieht dann hier so aus. Es dauert ein paar Sekunden und dann sind wir auch schon direkt verbunden. Das ist jetzt hier ein Live-Bild und wir haben hier unten noch mehrere Zugriffstasten. Einmal könnt ihr hier zum Beispiel eine Aufnahme selber starten, ihr könnt ein Bild machen. Ihr könnt das Ganze hier stumm schalten. Außerdem können wir in den Vollbildmodus wechseln, indem wir hier drauf drücken. Hier könnt ihr zum Beispiel separat, wenn ihr das möchtet, nachts einfach mal selber das Licht einschalten oder auch hier die Sirene manuell. Außerdem hier die Nachtsicht dann ändern. Wir können aber auch natürlich hier sprechen, indem wir dann hier oben die Taste zum Beispiel halten und dann mit dem Gegenüber einfach hier sprechen. Weiter oben haben wir dann hier auch zum Beispiel unseren Restakkuzustand von 70%, wenn ich das jetzt hier gut erkenne. Und wir haben hier dann oben nochmal ein Einstellungsmenü für unsere Kamera. Ich gehe jetzt einfach mal hier in den Vollbildmodus, damit ihr hier mal das Bild auch nochmal hier live sehen könnt. Und ich finde, die Farben sind echt klasse. Auch die Schärfe von der Kamera kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ihr könnt jetzt hier auch zum Beispiel einfach mal so heranzoomen, wenn ihr möchtet. Und ich finde, das sieht echt klasse aus. Kann man echt nicht meckern für 2K Auflösung. Dann gehen wir hier nochmal zurück und gehen auch hier mal in die Einstellung, damit wir sehen, was wir hier an unserer N1 Security Kamera hier einstellen können. Ihr könnt hier einmal bei Power Management einiges machen und zwar könnt ihr hier zum Beispiel die optimale Batterie-Lebensdauer auswählen oder optimale oder hier benutzerdefinierte. Ich bin hier auf benutzerdefiniert gegangen, um hier das Ganze selber an mich anzupassen, wie lange zum Beispiel ein Clip lange aufgenommen wird, egal ob eine Bewegung stattfindet, ob danach nicht mehr und zwar habe ich das Ganze hier immer so auf knapp 60 Sekunden eingestellt, dass der Clip immer 60 Sekunden geht auf jeden Fall. Hier könnt ihr dann auswählen, wann wieder die nächste Aktion aufgenommen wird, und zwar hier nach 5 Sekunden oder auch länger. Das spart halt natürlich Akku, dass oben diese längere Videoaufnahmezeit, die verbraucht den Akku natürlich auch schneller. Hier könnt ihr zum Beispiel auswählen, dass der Clip vorzeitig beendet wird, wenn keine Bewegung festgestellt wird. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, da die Aufnahme dann immer wieder sehr schnell stoppt und nicht nochmal startet, wenn ihr euch nicht vor der Kamera etwas mehr bewegt und diese das dann erkennt. War zumindest bei mir der Fall. Deswegen mache ich hier sicherheitshalber einfach die Zeit auf 60 Sekunden und bekomme auch dann einfach direkt mehr mit, was da vor der Kamera vor sich geht. Hier oben bestätigen wir das Ganze einfach, dann wird es abgespeichert
Und dann können wir hier bei der Bewegungserkennung noch ein bisschen was machen. Ihr könnt hier die Empfindlichkeit einstellen. Ihr könnt eine bestimmte Aktivitätszone einstellen. Und zwar schaut es dann hier so aus. Wir können dann hier auf Bearbeiten gehen. Und dann könnt ihr, Moment, hier auf das Plus-Symbol bestimmte Bereiche abdecken, die zum Beispiel hier eine Bewegung erfassen und dann auch der Alarm hier aktiviert wird. Das können wir dann hier zum Beispiel bestätigen und dann nur in diesem Bereich, was hier passiert, wird dann auch hier aufgenommen. Das Ganze könnt ihr auch wieder löschen und dann auch wieder, wie gesagt, an einer anderen Stelle vielleicht hinzufügen, wenn ihr das möchtet. Weiter haben wir hier noch den Erkennungstyp, entweder Alarme und so weiter nur bei menschlichen Objekten oder bei allem, egal ob sich da ein Blatt oder irgendwas bewegt, soll hier auf jeden Fall eine Benachrichtigung kommen und auch die Aufnahme starten. Das könnt ihr dann hier auswählen. Dann gehen wir auf Weiter, auf Videoeinstellungen. Hier könnt ihr zum Beispiel auswählen, ob ihr das Wasserzeichen von Basers hier oben in der Ecke stehen haben wollt oder nicht. Das könnt ihr dann hier zum Beispiel ändern oder nur den Zeitstempel oder komplett beides hier deaktivieren. Weiter haben wir hier unsere Nachtsichtoptionen, wie gesagt, hier einmal schwarz-weiß oder hier mit Spotlight, das heißt, hier geht dann auch die LED an, wenn hier eine Bewegung vor der Kamera vonstatten ist und schaltet dann hier auch das Licht zu, dann habt ihr auch nachts ein Bild in Farbe. Außerdem könnt ihr aber hier das komplett ausschalten und dann kriegt ihr nur das Bild, was halt da von der Helligkeit her machbar ist auf eure Videos. Privatsphärezonen sind auch machbar, das heißt, ihr könnt hier auch wieder irgendwas ausgrauen, damit zum Beispiel der Bereich gar nicht erst bei euch im Video dann erscheint. Das schaut dann hier so aus, auch ähnlich wie vorhin. Einfach hier drauf, dann auf Plus. Dann könnt ihr zum Beispiel hier diesen Bereich hier, wenn zum Beispiel wie bei mir die Nachbarn hier hinten zu sehen sind, der Hof, Hinterhof, kann ich das Ganze hier so ausgrauen und dann wird dieses Bild gar nicht erst aufgenommen. Ihr seht, das wird hier gecuttet. Und dann wird nur dieser Bereich hier aufgenommen. Das mache ich jetzt erst einmal so weg. Und so, dann gehen wir hier wieder zurück. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Dann haben wir hier noch bei Audioeinstellungen, könnt ihr hier die Lautstärke nochmal ändern für unseren Alarm und auch für unseren Lautsprecher. Hier könnt ihr natürlich auch das Mikrofon deaktivieren, je nachdem. Ihr könnt hier wirklich sehr viele Einstellungen machen. Bei Benachrichtigungen könnt ihr auch noch hier zwischen zwei verschiedenen Optionen wählen, am effizientesten oder hier mit einer Miniaturansicht, die dann hier bei einer Benachrichtigung auch mit angezeigt werden. Das könnt ihr hier dann machen. Dann bei allgemeinen Einstellungen könnt ihr sogar die Status-LED eurer Kamera deaktivieren, damit sie nachts einfach etwas schlechter gesehen wird. Und bei Wi-Fi-Signalboost könnt ihr, wenn die Kameras dann unter sich und in der Nähe miteinander verbunden sind, sozusagen hier das Wi-Fi-Signal einfach ein bisschen zusammen stärker machen, damit auch die nächste gelegene Kamera auch ein bisschen mehr von dem Wi-Fi abbekommt und somit auch eine stabilere Verbindung herstellt. Das könnt ihr hier aktivieren, wenn ihr mehrere Kameras habt. Und dann haben wir natürlich hier noch zum Beispiel eine Gebrauchsanleitung. Hier können wir zum Beispiel gucken, welche Version wir hier drauf haben. Dann können wir auch schauen, ob hier die Firmware auf dem neuesten Stand ist, wie es im Moment auch ist. Und wenn ihr aber möchtet, könnt ihr auch hier das Gerät wieder komplett entfernen. Dann wird es hier entkoppelt, sage ich mal, von eurer Homestation. Und ihr könnt zum Beispiel auch die Homestation dann entfernen. Wenn ihr zum Beispiel das Gerät jemandem verkauft oder verschenkt, könnt ihr das Ganze hier einmal aus eurem Konto entfernen. Dann haben wir hier oben noch neben den Einstellungsmodi einmal unsere Aufnahmen, die hier schön nach Tagen gelistet sind und ihr seht dann hier auch nochmal die Uhrzeiten und wenn ihr dann jetzt auf irgendeins drauf geht, machen wir das mal hier ganz kurz und dann könnt ihr das Video hier einfach herunterladen oder auch an Leute teilen oder zum Beispiel auch an Basers zum Beispiel schicken, damit die das Video überprüfen, falls irgendwas sein sollte oder ihr könnt es auch hier löschen, hier kann man den Ton ausschalten. Wie gesagt, exportieren, dann kommt es direkt auf eurem Smartphone, wird es abgespeichert mit der hohen Auflösung und ihr könnt das auch dann selber auch nochmal weiterleiten. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, ihr habt hier alles nach
Tage hier auch gespeichert. Ihr könnt aber hier auch nochmal einen Kalender durchgehen, wenn es etwas weiter zurückliegt, könnt ihr dann hier einfach das Datum auswählen, außerdem auch hier nochmal eine bestimmte Uhrzeit und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgeräumt, die App, wie ich finde, und sehr leicht und intuitiv zu bedienen. Schweres Wort. Also ich bin echt begeistert von der leichten Bedienung der App und auch hier von den ganzen Funktionen und den Einstellungsmöglichkeiten von diesen Beiser N1 Überwachungskameras. Und insgesamt macht das natürlich auch wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von der Verarbeitung hin bis zu der Software, bis zu der Bildqualität, bis zu der Verbindungsqualität. Echt einfach alles. Und ihr bekommt hier für knapp 170 Euro wirklich ein sehr gutes Überwachungssystem von Beiser, die eher bekannt sind für ihre Powerbanks, jetzt auch in dem Security-Bereich mit tätig sind. Und ich kann wirklich nicht meckern, die machen das echt von Anfang an schon wirklich richtig gut. Ich werde euch noch kurz ein paar Videos einspielen, wie das Ganze aussieht, auch im Dunkeln, bei schwarz-weißem Licht oder auch hier mit LED-Beleuchtung, damit ihr auch noch einen kleinen Eindruck davon bekommen könnt. So, ich hoffe, die kurzen Videos waren für euch ausreichend, um einen kleinen Eindruck auch zu bekommen, wie die Kameras sich bei Nacht machen, einmal mit LED-Beleuchtung und einmal ohne. Ich finde das auf jeden Fall eine akzeptable Qualität, die hier von Beiser Security Kamerasystem hier geliefert wird, besonders von diesen N1 Kameras, die für Außenbereiche bestimmt sind und von wegen auch noch tagsüber ein richtig, richtig gutes, knackiges Bild liefern. Also insgesamt für knapp 170 Euro kann man hier echt nicht viel falsch machen. Ihr bekommt zwei ganze Kameras, einmal ein Riesenspeicher schon mit 16 GB. Das reicht auf jeden Fall auch schon hier, um viele, viele Aufnahmen auf eurer Homestation abzuspeichern. Wem das nicht reicht, der kann hier noch ein 16 GB SSD zum Beispiel drin verbauen und kann dann echt unendlich viele Videos darauf speichern. Ansonsten auch von der Verarbeitung her, auch von der App her ist das wirklich top. Also dafür, dass hier Beiser noch nicht so lange hier mit diesen Kameras auf dem Markt ist. Falls ich vielleicht irgendwas vergessen haben sollte zu erwähnen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren nachtragen oder auch bei Fragen einfach eine Frage stellen. Ich versuche dann so schnell wie möglich hier die Fragen zu beantworten und zu helfen, soweit ich kann natürlich. Ansonsten danke euch auf jeden Fall für die Geduld und fürs Zusehen. Das Video ist bestimmt etwas länger geworden jetzt als die anderen, aber ich wollte euch einfach alles hier einmal zeigen und erklären von A bis Z, damit ihr da keine Probleme mit der Kamera habt, diese einzurichten, diese zu verwenden und auch einfach euch ein Bild vorher, vor dem Kauf darüber zu machen. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen, wenn das Video für euch hilfreich war. Ein Abo wäre echt super, würde mich sehr, sehr freuen und weiter motivieren, für euch tolle Videos aufzunehmen und auch tolle Produkte vorstellen zu können. Ja, an dieser Stelle, wie immer, bleibt mir gesund und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.